unfassbar wie ein Troll aussehen, weil sie so offensichtlich wirken. Wenn Neulinge im Chat sind, bitte einfach die Fragen ganz normal beantworten. So heißen wir neue Spieler auch immer gut willkommen. Knife Round geht hier an Epic Esports. Schon mal ein guter Start auf dem Epic des Gegners. Die Seitenwahl zu haben ist aber... ja, ist immer gut, ne? Sollte eigentlich so sein. Aber um das System mit diesem Best of Two zu erklären, ist es im Endeffekt wie Hin- und Rückspiel direkt nacheinander. Dementsprechend kann man auch sagen, okay, das wird wie ein Spiel, eine Map gewertet und ein Best of One, da gibt es immer eine Knife Round, ne? Kann man so oder so sehen. Wir gehen auf jeden Fall in die Pistol Round. Legen los, die Playing Ducks gegen Epic Esports hier auf Inferno. Der Kampf um die Playoffs ist eröffnet. Und wir sehen direkt schon einen ganz, ganz schnellen Mitte-Go von Playing Ducks, die hier schon mindestens den ersten Headshot schon mal verteilen können, wenn auch nicht zu finishen. Tarzin getradet von Synced, der da seinen Mate Heikiti rechts. Und jetzt geht's richtig schnell auf den B-Spots. Da steht Ultimate, der einen Kill, zwei Kills setzen kann, den dritten nicht mehr schafft. Aber dafür ist Nino gekommen, der allerdings gegen Alka den kürzeren zieht. 2 gegen 2, die Bombe liegt noch nicht. Und schon sind die Ducks von den Gegnern umringt. Ja, aber da kann Alka dann den Shot gegen Solek holen. Haben sich da kurz aufgeteilt und so die Überzahlsituation bekommen. Der letzte Spieler ist in der Banane. Und jetzt denkt Cello, okay, die sind über die CD-Base abgehauen und sie bleiben einfach am B stehen. Oh, es ist gut gespielt von den Playing Ducks. Und jetzt kommt wahrscheinlich noch ein Doppelpeak in den Pool rein, falls da noch einer steht. Einfach auf Nummer sicher. Wenn sie merken, der ist da nicht, dann tauschen sie die Position. Da geht man sogar in so einen Off-Angle von Aika, falls jetzt nach dem Plant oder mit dem Bomben-Plant Geräusch direkt jemand rumzieht. Aber da hört man schon die Steps am Speedway. Natürlich gibt es Shell oder Gas ohne Diffuse-Kit. Ja, und jetzt ist er auf sich alleine gestellt, den ersten kann er machen, aber gegen Aika den kürzeren gezogen. Ey, war das ein kluges Play. Da hüpft, zinkt einfach um die Ecke, gibt kurz Hackengas, um zu symbolisieren, ey, ich gehe Richtung A. Bleibt dann aber stehen. Epic rotiert. Und schon hast du einen freien B-Spot. Ey, das war so ein kluges Play, ja, finde ich. Einfach mal durch gefühlt nichts tun. Ja, richtig. Den Gegner im Endeffekt war es das. Ghost Fake, ist das eine Taktik, die sie spielen? Sieht so aus. Ah, das Wort Fake allein sagt schon ein bisschen was, aber ja. Ist das jetzt ein Plan der Taktik, das zu verraten oder nicht? Ne? Also, das ist so die Sache. Bummeln und Co., die bekommen da direkt 3 Frags an A. Man hat nicht viel investiert bei Epic, die werden nächste Runde schon kaufen können. Dafür viele SMGs bei den Playing Ducks, die ein sehr, sehr schnelles Spiel auf der T-Seite aufziehen, auch in den normalen Waffenrunden. Die Runde könnte sogar flawless an den Playing Ducks gehen, das ist der Fall. Jetzt ja auch. An sich muss ja schon fast was Schnelles kommen mit den MAC-10s. Ne? Den Gegner überraschen, die wenige Utility des Gegners countern, das sind so die Möglichkeiten, die Playing Ducks jetzt in dieser dritten Runde haben. Und wieder Solek an der MP für die Utility und der Rest mit wenig Granaten. Für Inferno finde ich das fatal, mit so wenig Granaten zu spielen. Deswegen bin ich auch eher ein Fan davon, einen Force Buy in der zweiten Runde der CT-Seite zu sehen, als ein, als die Full Eco. Ja, nur so kann man tatsächlich garantieren, dass man auf gerade so einer utility-lastigen Map wie Inferno wirklich vernünftig was hat. Ja, da geht's richtig schnell A drauf, vor allem weil man noch so viele SMGs hat, die ein schnelles Play schon fast erzwingen möchten. Tarzin jetzt mit dem ersten Kill aus der Pit. Den zweiten, da hilft ihm Cello. Da ist Kreuzfeuer aufgebaut. Jetzt ist es nur noch Synced, der alleine gegen 4, ohne die Bombe in der Hand zu haben, das Ganze noch richten soll. Ich glaube, der Pit-Molly kam extrem spät. Synced ist jetzt hier vorne, er wird jetzt über den Friedhof erstmal den Pit-Spieler holen. Das Timing könnte aber zu knapp sein. Er kommt gerade so noch durch, kann auf die M4 wechseln. Smoked lieber kurz ab. Und Synced ist ein Spieler, der so einen Klatsch auch mal gewinnen kann. Aber das spielt Epic Esports jetzt sehr cool runter. Facen gar nicht, sie wissen, dass der Bombenplant irgendwann kommen muss. Deswegen hält man sich da sehr bedeckt. Die Bombe jetzt gepickt. Plant in der Ecke, auch direkt durchgezogen. Da möchte man bei Epic nicht direkt reagieren, aber doch ein Peak aus dem Haus. Und damit rechnet Synced dann nicht. Schaut lieber Richtung Alang. Die erste Waffenrunde geht an Epic Esports. Aber es war eine Bonusrunde für die Playing Ducks. Die werden nächste Runde kaufen können. So sieht's aus. Das Money-Polster ist gut aufgebaut. Da haben wir 7,8 bei Synced.
Da ist mehr als genug Kohle, da haben sie sogar eine AWP für Alka leisten zu können, wenn er sie denn haben will. Ich glaube nicht, dass sie eine AWP auf der T-Seite spielen werden. Dafür ist ihr Stil einfach viel zu schnell. Sie balancen das Game gerne über die Informationen, die der Gegner am Anfang der Runde gibt. Jetzt haben sie direkt bemerkt, Epic spielt als allererstes ein Doppel-Pit-Setup, ne? Also da werden sie wahrscheinlich ein Auge drauf haben. Vielleicht sogar eine direkte Antwort. Werden wir auf jeden Fall sehen. Jetzt sehen wir auf jeden Fall erst einmal, dass Epic die Banane eingenommen hat und mit sehr viel Informationen noch auf der W-Seite bekommt, wo sie allerdings zu dritt stehen. Das heißt, jetzt der Duke, der auf den A-Spot rollt oder am A-Spot vorbei, das wird ein B-Split. Der Psy-Kitty erfolgreich gegen Nino. Richtiges Duell-Banane unten. Da stehen Ultimate und Bummeln sich gegenüber. Und jetzt erstmal die CD-Base eingenommen. 1 Minute 16, CD-Base-Kontrolle für die Playing Ducks. Rotation schwierig, guter Winkel, aber Solek stand dann wohl doch offen. Und jetzt wird natürlich, da müssen sie um die Banane fighten. Die lassen es einfach stehen. Sie planten direkt Support-Flash hinterher. Ultimate hat noch was gesehen. Der wird gerefragt und Bummeln schafft es, den Spieler in der Mitte abzufangen. Und ich sag's euch, das, was die Playing Ducks auf Inferno drauf haben, ist nicht von schlechten Eltern. Also das ist wirklich richtig schön anzusehen. Und ich hoffe, ihr könnt es gleich genießen. Ah, da wurden sie von alleine gelassen und Tarsin ist da etwas geduldiger. Keine Folgerunde für Epic Esports, das bleibt das schon mal festzuhalten. Ja, das sah so einfach aus, was die darunter gespielt haben. Dann mal eben schnell durch Archway durch, mal eben fix, Schild hier eingenommen, so mit einem schönen vorbeilaufenden Headshot von High Kitty. Das sieht aber so immer so einfach aus, wenn es richtige Profis spielen. Man sieht, dass Playing Ducks hier wirklich, wirklich Ahnung hat von dieser Map, von den Strats, die man auf dieser Map spielen kann und was diese Map vor allem hergibt. Ja, verdiente Runde, definitiv 3:1 für die Playing Ducks. Das ist jetzt doch die AWP im Spiel. Mhm. Das wundert mich. Seht ihr die Sache an, ne? Epic Esports spielt gerne 3-Mann-B. Und dadurch, dass die Playing Ducks wissen, dass da eben Doppelkurz oder Doppelpit gespielt wird, ist dieser Kurzgo selbst in einem 5 gegen 2 nicht ganz so einfach, weil das Kreuzfeuer eben super stark ist. Und deswegen sagen sie, okay, wir spielen dann einfacher lang an und rennen da in offene Türen. Also die Umstellung, die sie gerade gebracht haben, direkt. Und jetzt muss Epic natürlich das Ganze leveln. Also direkte Umstellungen bedeutet natürlich, dass die Playing Ducks auf das, was Epic entgegenwirft, sofort eine Antwort haben werden. Und das heißt, du musst in deinem Aufbau direkt diese Antwort schon berücksichtigen. Du musst so ein bisschen lesen, was dein Gegner als nächstes vorhat, um darauf direkt wieder eine Antwort zu finden. Und das ist da können wir schwer drüber sprechen, weil wir nicht in den Köpfen der Teams sitzen. Regression Flash gut abgewartet. Jetzt kommt hier nochmal so eine halbe Smoke, da kannst du nichts machen. 5 Mann in der Banane bei den Playing Ducks. Und Aika hofft eigentlich nur mit den Banks ein bisschen Damage zu machen. Das heißt, die müssen jetzt sehr spät nochmal umbauen. Oder die Smoke abwarten. Aber 4 Mann von Epic schon an B. Was ist das bitte für ein Read? Das ist aber deswegen gar nicht so schlecht, vielleicht für die Playing Ducks, weil die jetzt einfach noch ein bisschen Aggression geben. Jetzt weiß Ultimate aber nach dem Kill, ey, die Banane ist frei, schnell wieder zurückgehen. Leute, die gehen Richtung A und so sieht es nämlich auch gerade aus. Playing Ducks flitzen Richtung A-Spot, da jetzt aber schon wieder 2 Spieler hinrotiert. Jetzt sind es gleich 4, da sind erfolgreich. Allerdings getradet von Bummeln, Cello erfolgreich und ja, Ultimate macht auch noch den Bummeln weg. Aika alleine gegen 3. Das würde ich bei 15 Sekunden nicht mehr versuchen. Da bring mal lieber deine AWP in Sicherheit. Ja, und das ist auch leichter gesagt als getan. Der Nino kommt schon von hinten. Aika ist noch da. Oh, er kriegt den Kill noch. Jetzt ist das Saven tatsächlich möglich. Aber er bleibt noch leise und jetzt 0. Dann haut er ab, bringt noch ein bisschen Distanz zwischen sich und den Gegner. Eine zweite Runde für Epic. Also super interessant zu sehen, dass Epic da einen 4-Mann-B-Aufbau spielt. Einfach predicted, dass die Playing Ducks in der Banane abwarten. Und jetzt ist halt eben wieder die Frage, wie sieht die Antwort der Playing Ducks auf dieses Bananenspiel aus, das man eben gesehen hat, das sehr viel mit Reaggression zu tun hat. Mit Flashes, die auf Timing geworfen wurden. Gar niemand in die Banane. Und jetzt kommt wieder der direkte Call. Sie bleiben bei ihrem Schnellstil. Richtiges Tempo, was da an den Tag gelegt wird. Aber sofort die Smokes von Epic, um das Ganze ein bisschen auszubremsen. Aber die Ducks lassen sich nicht ausbremsen. Cello allerdings mit dem ultimativen Signal. Ey, beruhigt euch erstmal. Hier regieren wir. Und das macht dann mit dem zweiten Kill noch viel deutlicher. Jetzt gleich noch vielleicht möglich,
gegen Zinkt erfolgreich zu sein. Kommt dann nochmal weg. Ja, und schon ist dieser Push geblockt. Ultimate nimmt Alka raus und damit auch die Bombe. Auch nochmal den Bummeln. Boah, das ist hart. Aber ich denke auch, auf dieser Aktion können die Playing Ducks lernen. Das Problem ist, dass das Geld jetzt weg ist. Was haben wir gesehen? Ein Epic Esports, das mit diesem Go von den Playing Ducks instant alles an Granaten rausgeworfen hat. Da weiß man, dass die Playing Ducks gerne direkt anspielen, wenig faken. Und so kann man jetzt bei den Playing Ducks mit den... Könnte man mit den Fakes anfangen, aber daran wird auch Epic Esports denken. Das, was am besten schnell funktioniert hat, war bisher wirklich der Alang-Push von den Playing Ducks. Vielleicht auch nochmal eine Taktik, die man bisher gespielt hat. Also Pause auch schon raus, war die taktische Pause bei den Playing Ducks. Super schnelle taktische Pause, aber direkt eine technische hinterher. Wahrscheinlich wieder das Internet von Nino. Nee, Ultimate, 300er Ping. Ja, hey, läuft bei ihm. Jetzt gerade wieder, wobei, ne? Hängt noch fix auf über 100 runter. Jetzt geht er runter. Jetzt geht er runter. Schön. Können wir ja vielleicht gleich auch weiterspielen. Ich rante da so ein bisschen gerne drauf rum, aber wetten, der ist beim Kabelanbieter. Ja, ist gut. Naja. ich sehe es schon hier unten. Ich bin wohl nicht der Einzige, der das immer denkt, wenn der Ping gerade wieder hochschießt. Ja, ja. Naja. Okay, naja. Pause jetzt auch raus. Richtig, funktioniert also wieder. Und die Playing Ducks werden eine Full Eco spielen. Aika lässt auch Geld drin. Es sieht so. Oh, okay, er geht noch auf eine Diegel. Ich weiß nicht, ob die ABP dann wirklich die Antwort ist, aber gerade wenn man ein Go anspielt, den Gegner Granaten werfen lässt und dann einfach mal macht, ist eine ABP ja gar nicht so verkehrt, um dann mal einen Winkel alleine zu halten. Hier geht man wieder zur Mitte, wieder die Flash in die Banane. Die Banane-Kontrolle, das macht Epic wirklich super, aber auch sehr granatenintensiv. Ja, aber dann möchte Ultimate gerne noch mal ein bisschen an Molotov vom Mage schnuppern. Und sich auf 68 HP runterziehen lassen. Nicht die klügste Idee, kann man aber gegen die Echo durchaus mal machen, um den Raum auf jeden Fall einzunehmen. Hol Nino mit dem guten AP-Shot, den ersten mal durchlaufen lässt, den zweiten lieber sich holt, hier jetzt aber keine Kompromisse macht, weil eben schnell einen sauberen Frag schätzt. Ja, und da ist Cello schon zum Support da. Und nicht nur der, auch Ultimate bekommt da noch einen Kill. Insgesamt macht der einen 3K. Nino macht einen 3K in dieser Runde und Epic Esports übernimmt damit die Führung. Jetzt aber die nächste Waffenrunde von den Playing Ducks. Und wir hatten ja so unsere Ideen, ne? Mitte vielleicht einfach mal die Rippen oben einnehmen, den Gegner Granaten werfen lassen, den Go vielleicht nicht, ein bisschen anders aussehen lassen, aber doch noch so krass aussehen lassen, dass man wirklich denkt, dass da Mitte wieder durchgezogen wird. Aber wieder Nino mit dem Re-Peak und Züngt hier direkt mal zu Boden gegangen. Ja, direkt mal disabled worden, ne? Also... Hier hast du eine vernünftige Aggression, die zur richtigen Zeit von Epic eingesetzt wird, um um ein schnelles Spiel von Playing Ducks ein bisschen zu unterbinden, habe ich so das Gefühl. Es ist das Alang Play und da stehen sie jetzt zu zweit. Ja. Also da haben sie wieder Schirm gehabt. Cello, drei Kills hier für Cello, es sind nur zwei. Trotzdem eine Überzeitsituation für Epic dank des First Frags von Nino. Aber Alang-Kontrolle ist immer so eine gefährliche Sache für die CT-Seite. Gut gespielt aber von Tarsin. Der hier an kurz aggressiv steht. Jetzt haben wir hier die Situation, dass Bummen und Wenig in den Spot gekommen sind, vom Belegen und von beiden Seiten in die Zange genommen werden. Solek hier zwei Kills mit freundlicher Unterstützung des Tarsin erfolgreich und sichert sich somit das 5:3 für Epic Esports. Ja, bei den Playing Ducks dann während des Plans zu wenig Raum, da konnte Epic direkt das Plant-Timing ausnutzen, um die Zange um die Zangenbewegung eben reinzubringen. Direkt die zwei Frags bekommen, keinen weiteren Spieler verloren. Wieder eine Eco für die Playing Ducks. Und eigentlich muss jetzt ein langsamerer Stil kommen. Und ich hoffe, dass die Playing Ducks den drauf haben. Hier aber erstmal wieder ein 3-Mann-B-Aufbau von Epic, die Nino mit der AWP diesmal in der Banane vorschicken. Und gerade Nino kann einem das Leben sehr, sehr schwer machen. Jetzt sehen wir auf jeden Fall wieder die drei Mann auf B. Das haben sie am Anfang des Matches schon mal gut gespielt und damit auch ganz gute Akzente setzen können. Das hat aber wiederum sowas ermöglicht, wie jetzt gerade, fast kurz bevorstand. Jetzt gehen sie doch Richtung kurz bei Playing Ducks. Es geht eine schnelle Bewegung in dieser Eco. Die Bombe droppt allerdings unter den Balkon. Da gibt es Kreuzfeuer.
Allerdings der Spot erstmal unter Kontrolle. Jetzt muss die Bombe schnell gepickt werden. Der Plant muss her, damit hier der Afterplant vernünftig sitzen kann. Man hat bei Wenig nicht, also zu Recht nicht gespart, um die AK gekauft, um sowas Gutes zu ermöglichen. War eine gute Entscheidung. Ja, vor allem der Loser-Bonus jetzt auch gut dabei. Da kann man ein bisschen weiter runterkaufen. Das Tour und Tour allerdings leichter Vorteil für Epic Esports. Jetzt nicht nur durch den Frag von Nino, die haben auch mehr Granaten. Aika sitzt aber am Friedhof. Eine Position, die nicht leicht zu überprüfen ist. Und er holt sich den ersten, geht dann aber down. Ich glaube, da hat das Kevlar gefehlt und der Aim Punch hat hier das Duell entschieden. Die sechste Runde für Epic. Und haben wir gesehen, die Playing Ducks jetzt nicht mit so vielen Smokes in die Mitte reingegangen, direkt die mit sich mit den Granaten angekündigt, sondern nur eine Flash rein, dadurch explosiver unterwegs gewesen. Sie versuchen es jetzt mit mehr Details, überraschender, sodass Epic nicht immer Indikatoren hat, mit denen sie ihre Granaten dann so früh einsetzen können. Und hey, es war eine echt gute Eco, also es sind Bombenplant, einer noch am Überleben, der sich gerade noch zu den AWPs helfen konnte. Und ja, jetzt auf jeden Fall ein Full-Buy am Start. Gute Utility und ja, schön Schaden verursacht, aber das Geld bei Epic sieht immer noch echt verdammt gut aus. Da muss noch mehr passieren, um hier den Gegner wieder in den Griff zu bekommen. Ja, und iKitty und Co. arbeiten ganz kräftig daran, hier wieder etwas aufzubauen. Der IK im Duell trifft den Fuß von Nino an, Lucky. Ja, das ist das Ding, ne? Wenn er in der Schweiz am Wackeltisch gesessen hätte, hätte er den wahrscheinlich gemacht. Ja, genau. So, der Molly hat sich ein bisschen komisch angehört. Hauskontrolle der da. Ist, Bananenkontrolle, ist, so, ja. Also nicht, ist nicht da für die Playing Ducks, auf keinen Fall. Möchte ich nicht sagen, aber mit dem Schuss schon mal ein kleines Zeichen gesetzt gegen Nino. Der jetzt auch alleine die Deckung übernimmt. So langsam zieht sich Cello zurück, weil so eine richtig frühe Information bekommt Epic nicht. Jetzt nur noch 50 Sekunden. Späte Goals sind schwierig, vor allem wenn du dann bei 45 Sekunden den Spieler im Hausmeister verlierst. Trotzdem aber weiter nach A gehen, da kommt die Aaron Smoke raus. Da geht, ja, da gehen die Smokes, da gehen die Molos raus. Flash kommt allerdings als Counter, Ultimate im Spot erfolgt in der AWP. Veraimt den zweiten und Icon, Wenig können da wunderschöne Frags setzen, allerdings jetzt Wenig eine. Gegen den Rest, oh, da gab es fast noch den Anschluss dazu. Au. Und auf einmal ist es ein One-on-One. Ja, gegen Nino einen low geschossenen Nino. Tatsächlich Vorteil Wenig, der erstmal die Bombe legt. Der kommt an dem Winkel auch eigentlich ganz gut weg, steht erst auf. Oh, Nino geht lieber auf die P250, weil er weiß, der eine Treffer könnte reichen. Und seht ihr an, wie geduldig spielt Nino das bitte? Setzt den Headshot und holt Runde Nummer 7. Also Epic hat die Playing Ducks auf Inferno wirklich super unter Kontrolle. Und damit habe ich nicht gerechnet, um ehrlich zu sein, weil die Playing Ducks auch Alternate Attacks auf Inferno ins Schwitzen gebracht haben. Und zwar deutlich mehr als Epic Esports gerade. Das ist auf jeden Fall eine richtig, richtig, richtig gute erste Hälfte, die wir von Epic zumindest sehen. Die haben die nötige Ruhe, um sowas auszuspielen. Oh, das Glücksknife hätte nicht sein dürfen. Naja. Vielleicht bringt es ja erforderliches Glück, wobei sie es gerade nicht so wirklich brauchen, um die achte Runde auch noch aufs Konto zu bringen. Wollen wir doch mal sehen. Ja, man geht zu alten Mustern zurück. Wieder Backside Smoke und alles direkt geworfen. Molly ist früh raus. Und sie wollen auch weiter durchziehen. Heike, die hat da noch einen Hit abbekommen. Entry Kill möglich, jawohl, Wenig mit dem Frag. Er geht noch durch, die Spotspieler bekannt, der Fuß noch gesehen, schön durchgezogen von HiKitty. Aber Wenig hat den noch machen können. Und das ist eine Runde, die weg ist für Epic Esports. Welches Detail hat sich jetzt genau verändert? Ich glaube, sie sind erst aus dem Haus raus und dann auf den Spot gegangen. Also normalerweise sieht man es andersrum. Gerade der Refrag von Wenig sorgt dann dafür, dass es kein Kreuzfeuer mehr von Epic Esports gibt. Dass die Spotspieler dann gar keinen Frag mehr machen, ist natürlich super bitter. Ja, gerade die beiden Frags auf dem Spot von HiKitty und von Wenig waren da tatsächlich ein ziemlicher Turning Point, der das Ganze einfach fast unmöglich gemacht hat zu retaken. Das wissen auch Epic Esports, die gehen ihre beiden Waffen lieber auf dem B-Spot durchbringen. Ja, für vier überlebende Spieler, sofern HiKitty jetzt nicht mehr sterben möchte. Und dann ist das eine Anschlussrunde. Ja, aber Epic hat gut Geld. Die werden noch einmal nachkaufen können mit den zwei gesaveten Waffen.
Die Playing Ducks haben das B-Spiel jetzt eigentlich komplett aufgegeben in den letzten 4-5 Runden. Vielleicht wäre das jetzt so ein Moment, wo man die Banane wieder angreifen könnte, wo man ein bisschen aufpassen muss. Da geht Nino mit der AWP wieder Richtung B und wird wahrscheinlich die Support-Flash von Solek bekommen. Aber sie arbeiten gegen die AWP mit der Smoke oben an die Fässer. Und auch das finde ich super, dass sie hier direkt mitdenken, die AWP könnte an B stehen. Dass sie dann sagen, okay, wir zeigen jetzt erstmal, okay, wir sind in der Banane, also wir wollen in die Banane rein, aber ich glaube, Nino ist auf die Mauer hoch, das heißt, er dodgt die Smoke komplett und wenn eine Flash kommt, dann wird er die auf jeden Fall abbekommen. Und mit dem Tempo-Play in die Banane, ja, da ist er blind, muss runterdroppen, hört da die Schüsse, eingeholt und kommt in die Deckung und da müssen die Playing Ducks jetzt eigentlich abbrechen, das ist ziemlich schwierig, die AWP da jetzt zu bekommen, die kann immer wieder neue Winkel wählen. Rotation ist auch schon da. Wenn sie Nino picken können, ohne dass er einen weiteren Frag macht, dann könnte die Runde in den Playing Ducks gehen. Das passiert auch. Aber guter Winkel von Solek. Die Bombe erstmal gedroppt. Bummeln an der Seite. Holt sich Solek. Tarzin geht als erster Rotierer down. Der Blick unten in die Banane. Da kann Aika den Shot gegen Ultimate ziehen. Und was nochmal gefährlich wurde durch das Play von Solek, haben die Playing Ducks jetzt super kontrolliert. Und auch keine Angst gezeigt von Nino an der AWP. Jetzt sehen wir tatsächlich nur noch Cello, der von der Banane auskommt. Das 1 gegen 3, den Klatsch, den Retake, der ausspielen muss. Und das möchte er anscheinend auch tun. Das hat Aika schon auf dem Schirm, verschießt den ersten Schuss, den zweiten setzt er sicher. Damit 7 zu 5, aber immer noch für Epic Esports. Jo, und ich sag einfach mal Danke an Mr. Der Dean für den 5. Monat. Der ist hier 99er bei uns. Vielen, vielen Dank auch an die ganzen Leute, die heute schon ihre Subs dagelassen haben. Sehr, sehr cool, dass ihr uns so supportet. Und nicht vergessen, Leute, auf dem Kanal hier werden wir auch bald für euch das Major übertragen. Das Starladder Major in Berlin. So eine kleine Werbung am Rande. Und dafür gibt's auch immer noch Tickets zu kaufen. So, gerade für die ersten Stages nehme ich an. So, jetzt kommt hier der Argo. Da ist natürlich nichts zum Gegenwerfen. Zünkt hier vorne. Da gab es eine gute Flash in den Rücken auf dem Spot. Dachten sie, steht noch einer, aber das war anscheinend viel Team, der mit den Zünkt da abbekommen hat. Ah. Und der richtige Call, hier schnell den Upload anzugreifen. Ja, dann kommt man mit wenig Gegenwehr auf jeden Fall auf den Spot, kann die Bombe legen. Ja, 4 gegen 5, das sieht man bei dem Afterplan mittlerweile recht selten. Normalerweise stehen da mehr auf dem Spot. Allerdings Epic mit 3 Pistols und einer Famas. Nur einer einzigen Flash. Ultra schwieriger Retake. Da sehen wir auch schon tatsächlich, dass die Famas sich gar nicht mehr daran beteiligt, diesen Spot noch zu bestellen. Das sollen nur noch Axelfrags werden, um hier noch vernünftig Schaden machen zu können mit dieser Eco. Das soll es dann aber auch gewesen sein. Da versucht Epic gar nicht erst, was zu retaken. Und ja, Marvin, sag mal dreimal schnell miteinander Klapptisch-Sniper. Klapptisch-Sniper, Klapptisch-Sniper, Klapptisch-Sniper. War das schnell genug? Boah, bei euch. Oh, das war doch gut. Ah, schade. Geht noch ein Spieler down. Gute Frage, die im Chat gestellt wurde. Warum hat Solek die Farmers gekauft? Ich denke, es ist ein Missbuy gewesen. Aber dadurch, dass er sie gesaved hat, jetzt wieder Geld dazu bekommt, ist es nicht so schlimm. Dadurch kann er einfach Granaten nachkaufen, Helm nachkaufen. Das ist in Ordnung. Helm auch nicht so wichtig auf der CT-Seite, aber ich bin ganz ehrlich, gegen diese Kanten-Headshots habe ich doch gerne einen Helm am Start. Oh, hier kommt direkt eine CD-Base-Smoke. Tiefe Banane-Smoke, Molly hinterher. Eine Pool-Smoke von dem Playing Ducks oder Stair-Smoke geworfen, ich weiß es nicht, am B-Spot. Das soll auf jeden Fall sehr viel Druck auf den B-Spot aufbauen. Bummeln muss jetzt so ein bisschen Zeit rausholen, bekommt noch eine Smoke ab. Währenddessen bauen sie sich schon im Haus auf. Bummeln geht in der Banane down. Und das ist jetzt eigentlich der Moment, wo man wieder eine Rückwärtsbewegung einlegen muss. Nino ist da gespottet worden, eins da oben raus. Nino bekommt ihn noch, obwohl er blind ist, wird dann von Highkitty gerefragt. Und der Spieler im Pit ist bekannt. Backside Smoke fehlt noch. Tarzin hatte noch einen Frag machen können. Aber Highkitty, richtig guter Laufweg. Die Bombe sogar durch das Gitter mitgenommen. Legt die Bombe jetzt Standard, obwohl sie in der Mitte keine Kontrolle haben. Und genau da sticht Ultimate rein. Das ist auf jeden Fall aber trotzdem recht kluger Move gewesen. Sehr viel Aggression gezeigt. Schönes Ding von Highkitty. Und sehr viel Utility da rausgezogen. Cello aber erfolgreich gegen Aika.
hat sogar noch eine Smoke übrig, kann hier also ordentlich agieren, wenn er jetzt nicht gegen Haikiti die kürzeren Ziele ist. Was eine Runde von Haikiti, Mann! Der rasiert hier richtig also, drüber. Der Drop aus dem Haus Richtung Kurz, der erste Frag gegen den Spot, der Refrag, super wichtig. Dann gewinnt er das Duell gegen den Pit, pickt die Bombe, legt die Bombe, hat danach einen super Laufweg gegen Ultimate, der über Kurz vorkommt, um dann am Ende die Eier zu haben, das One-on-One aus dem Unterball und unter dem Balkon zu spielen. Das ist absolut stark gespielt. Und jetzt haben wir 7T-Runden. Epic Esports, wenig Granaten in der letzten Runde. Die werden ihre Problemchen haben. Aber zwei Frags und die Bombe oben in der Banane down. Da muss es jetzt eine Bewegung von Epic Richtung B geben. Da muss auf jeden Fall jetzt die Bombe gesichert werden. Da hast du vollkommen recht, Alka. An den Tees, der ist verzweifelt im Duell gegen Mino, der aber noch gerade so sitzt. Weniger HP übrig, aber immer noch die Bombe sicher in den Händen. Ja, Playing Ducks hier mit der großen Aufgabe, diese Bombe wieder zu erobern und damit eigentlich auch gleichzeitig die Aufgabe, 4 Gegner zu killen. Denn Bombenpick da oben bei der Zeit, gut, über eine Minute noch Zeit, ja schon, aber eine Bombenpick da oben. Ja. Also, genau, sie werfen den Molly-Teppich hinter Sandsäcke und an den Pool. Flash kommt richtig, das heißt, sie kriegen so die obere Banane wieder. Refrag gegen Tarzin, 2 gegen 2. Der Molly-Teppich ist genau die richtige Idee gewesen, um die obere Banane-Kontrolle zurückzubekommen. Weil du einen sehr großen Bereich, wo Spieler stehen können, einfach abfackelst. Aber man geht die Banane schon hinterher. Solek hat ein saustarkes Timing. Und der wird wahrscheinlich... Oh, er hat gesehen, dass sie zur falschen Mitte gehen. Und jetzt hat Epic wieder den Vorteil. Aber Vennik mit dem Blick nach hinten fängt Tarzin ab. Die Bombe ist jetzt aber schon am Spot. Und da steht Cello so nah dran, dass er die Bombe picken kann. Hat er die Steps im Haus gehört? Ich glaube nicht. One-on-one Vennik gegen Cello. Den Schuss hat er gegeben und Cello hat deswegen den Drop nicht gehört. Er kriegt das mit und gewinnt das Duell zumindest noch die 8. Runde für die Jungs von Epic Esports. Aber was war das bitte für krasse Runden, die wir zuletzt gesehen haben? Oh ja, also wir haben wirklich richtig skilllastige Runden gesehen. Ich bin gespannt, was die zweite Halbzeit uns da für tolle weitere Runden präsentieren wird. Und vor allem bin ich auf die DAX auf CT gespannt. Das stimmt. Kurzes Päuschen, gleich sind wir wieder für euch da mit Halbzeit Nummer 2. Willkommen zurück zu Halbzeit Nummer 2 hier auf Inferno zwischen Epic Esports und den Playing Ducks. 7T-Runden, ich denke, das ist eine ordentliche Anzahl, die man da ansammeln konnte bei den Playing Ducks. Jetzt geht es daran zu verteidigen und Borgi ist schon ganz gespannt, wie das bei den Playing Ducks aussieht.
Oh ja, ich bin absolut gehypt. Ich habe einiges gehört von Playing Ducks auf Inferno. Du hast mich da vorhin richtig schön angefixt. Ja, aber mehr auf der T-Seite. Ja, aber ich bin trotzdem jetzt voller Erwartung. Ne? Oh, da wollen wir nochmal sehen, wer da so kommt. Schon mal zwei Flashes in die falsche Mitte, die da auf jeden Fall Verwirrung stiften. Aika kann hier richtig schön reinfacen, aber leider keinen Kill verwandeln. Nehmen wir jetzt mit dem Job, Aika dort zu finishen. Allerdings auf dem B-Spot, wo wir im Gegenteil sehr erfolgreich. War das auf dem B-Spot? Ich glaube, es war in der Mitte. Stimmt. Sie war gehen da Mitte, lang durch, ja. Und gehen dann CD-Base rein. Also 4 gegen 4 Situation mit großer Lücke bei den Playing Ducks, die Epic gefunden hat. Ich bin am B-Split. Wichtiger Frag von Ultimate. Wenn ich muss jetzt gegen zwei weitere Leute verteidigen. Super schwer. Er geht dann auch down. Eine Überzahlsituation mit B-Spot-Kontrolle für Epic Esports. Aber die Playing Ducks rotieren schnell. Oh, schönes Ding. Was ist das noch für ein Brett? Und da kriegt er fast noch Nino, der in die Ruine reingeht. Das ist jetzt auf jeden Fall ein richtig, richtig machbares Ding geworden für die Playing Ducks, die kurz davor waren, dieses Ding abzugeben. Jetzt aber mit dem, Double Peak, der fast die Runde jetzt schon gekostet hat. High Kitty jetzt 1-on-2. Der Low gefragt. Allerdings immer noch nicht aufgegeben. Einfach immerhin durchziehen jetzt. Ja. Ja, warum eigentlich nicht mit Kit? Kann man rüber machen. Nein, mindestens ein einer gutes Setup. Nino Positionswechsel. Gut, er ist jetzt bekannt, aber solange sie nicht down gehen, ist die Runde. Oh mein Gott, was? Wie kann man das denn bitte noch verdatteln? 7 HP, bitte. Wie kann man das denn bitte verdatteln? Was? Niemals! Das waren nicht mal Headshots, oder? Wenn einer refused, du in 2-Mann-Setup gehst, da piekst du alleine erstmal rum. Warum warten gucken, ob die nicht? Du hast vollkommen recht, warum warten die nicht auf den Defuse, Junge? Eben. Wenn der eine anfällt, der eine fällt, dann hast du immer noch einen zweiten übrig. Der dann nochmal auf dem Anfake abwarten kann. Ey, Tarzin hat es gestern im Interview noch gesagt. Da faced man, wenn man nicht facen sollte. Und ja, das ist das Paradebeispiel gerade gewesen. Von mir aus kann Nino da ein bisschen aggressiver reingehen, aber dann darf der andere doch noch nicht rumziehen, wenn das Diffuse-Geräusch noch nicht kommt. Also, oh fuck. Ja, also das war jetzt echt weggeworfen. Das kann man nicht anders sagen. Das war ein fast schon narrensicheres Ding von Epic, was sie hier absolut verdattelt haben. Und High Kitty souverän und verdient dann im Endeffekt durch diesen Fehler wirklich verdient das Ding noch geholt. Ja. Gut ausgedrückt. Ja. Das war... Boah, war das hart. Ich muss mich da gerade echt zusammenreißen. Das darfst du halt echt nicht verlieren. Das ist ein 2 gegen 1, wo gute Positionswechsel mit dabei waren. Das Einzige, was gefehlt haben, war wirklich dieser letzte Treffer. Und High Kitty gewinnt da eine Situation, die er in 12 von 10 Fällen nicht gewinnen darf. Ne? Und er findet diesen 13. Fall gefühlt, den es eigentlich nicht gibt, ne? um die Runde noch zu holen. 8-8 und die Epic Esports spielt mit vielleicht sogar 2 AKs. Ist jetzt nur eine. Nino geht auch auf eine Deagle, der will wahrscheinlich schnell auf die AWP gehen. Ja. Und dann hat Ultimate die großen AK gedroppt bekommen mit Kevlar Helm. Ja, das ist auf jeden Fall eine Ausgangslage, mit der man arbeiten kann. Allerdings jetzt Nino schon gefallen gegen Aika, der in der Mitte recht aggressiv sich da mal eben schnell einen Headshot abholen wollte, was er auch gekriegt hat. Und damit ein sehr, sehr frühes 5 gegen 4. Aber wir erinnern uns an die letzten Matches. Epic Esports und Deagles ist schon eine Gefahr. Ja. Super langsam gerade das Spiel. Zumindest die Mitte-Kontrolle hat Epic sehr schnell bekommen. Die Playing Ducks spielen es passiv. Vor allem haben sie Aika jetzt mit der Farmers hinten stehen. Der dürfte das schon gesehen. Boah, da lässt der Ultimate auch komplett reinrennen. Die AK zumindest von Tarzin direkt gepickt. Aber Aika geht nicht passiver, sondern anstatt seinen Mates zu helfen, geht er an der Lang vor. Die Bombe sollte gerade in den Spieler in der Ecke gehen. Aika bekommt den vierten. Ein Ace gibt's nicht, aber die Runde relativ klar. Jetzt sollten sie eigentlich nicht einzeln reinrennen. Da sehen wir es zumindest noch. Support Flash. Umgezogen, Positionswechsel in den Hausmeister. Die Bombe ist wahrscheinlich noch gesehen worden. Deswegen geht High Kitty jetzt auch die Banane runter. Bummeln bleibt auf dem B-Spot stehen, weil Alang ja die ganze Zeit offen war, die Zielbase offen war. Und warum rennt Zünk dann all in die Mitte rein? Ich weiß es nicht. So zumindest noch ein zweiter Frag für Epic Esports. Aber die Führung für die Playing Ducks, die sitzt wieder. Ja, haben sie sehr lange darauf verzichten müssen. Jetzt haben sie endlich wieder, das stimmt. Und jetzt sehen wir aber auch einen Bye bei den
ja, bei Epic Esports. Bye, die jetzt bye. Natürlich. Okay. Sorry. Ich gehe als kein Ding. Die natürlich bis auf Tarzin jetzt alle mit einer AK ausgerüstet sind. Der darf sich mit einer Deagle begnügen, der letzte Runde schon die Gelegenheit und das Vergnügen damit, noch zwei Kills zu holen. Das ist solide, da kann man erst ein bisschen Raum mit einnehmen. Die Banane wird versucht einzunehmen. Molotovs behindern das Ganze ein bisschen, die Kontrolle sitzt aber trotzdem. Und jetzt schon drei Spieler von Epic Esports in der Banane drin, diese Kontrolle auch zu festigen und noch weiter auszubauen. Cello. Nur die Flash geworfen. Vielleicht gehofft, dass da ein AWP-Schuss kommt, nachdem die aufgeht. Zünkt. Bleibt auf dem Balkon, steht die ganze Zeit Anti-Flash. Eine Minute noch. Und ich glaube, für die Playing Ducks ist es gar nicht so angenehm, gar keinen Contact zu haben. Es fühlt sich immer so an, als hätte der Gegner was ganz Spezielles vor. Aber schlussendlich wird es wohl ein B-Execute. Mit vielen wahrscheinlich mit den restlichen Granaten, die sie haben. Vielleicht noch eine Smoke übrig, um CD-Base nachzusmoken. Was ist das jetzt? Doppelsmoke-CT oder was? Okay, die werfen sie dann einfach freihand. Die liegt dann aber auch noch schlecht. Ja. Da wird fast zwei Frags. Schade, der Spieler von hinten hätte eigentlich mehr Damage machen können. Die nächste Kugel kommt noch richtig gut. Mit 4 gegen 4 Situation, bei der die Playing Ducks mehr Granaten haben. Und diese Lücke immer noch ausnutzen können. Er hat eigentlich richtig gut mitgedacht und die Smoke richtig schön für sich genutzt. Headshot echt gut gesetzt. Und jetzt ist es ein machbarer Retake. 4 gegen 3. Oh, und das war schöner Schaden durch die Smoke gegen Tarzin, der sich da gerade noch in Richtung Banane retten kann. Delta und Dark Molly. Tschüss, Cello. Der hat einfach gar keine Deckung mehr. Durch die Smoke dann aber Tarzin noch mit dem Kill. Refrag gegen Solek, der letzte Spieler dann hinter der Smoke bekannt. Die haben jetzt, glaube ich, die Bombe nochmal eingesmoked. Tarzin, er drückt da durch, er schießt vorbei. Die Deagle. Passt, so wie es aussieht, nicht. Der Diffuse dann auch schon durch. Und die Playing Ducks mit Runde Nummer 10. Zwar ziemlich teuer, aber wichtig ist am Ende, dass die Runde da steht. Und Epic Esports, die können jetzt mit dem Plant sogar nochmal kaufen. Also wieder eine Buy-Round gegen Buy-Round in Runde Nummer 19. Vor allem wieder mit 5 AKs. Diesmal sind es auch volle 5 und nicht nur 4 AKs und Legal. Dafür relativ wenig Utility. Mhm. Da hat man eigentlich nur eine Chance mit Utilities ein Go zu machen und keine zweite mehr, weil dann kann man nichts mehr. Aika schon mal direkt wieder in der Mitte erfolgreich gegen Nino. Und du hast vorhin auf einer anderen Map gesagt, wenn Nino raus ist, dann hat Epic ein Problem. Und wir gucken mal, ob das jetzt tatsächlich so ist. Wir haben 2 Smokes auf Seiten von Epic Esports. Eine Flash und den Molo, der schon geworfen ist. Hi Kitty, einfach ein Coffins durchgedrückt, bummeln kann noch einen mitnehmen. Ja. Solek, Double Peaked, ebenfalls rausgenommen und damit ist Cello allein auf sich gestellt. Sitzt in den A-Apartments und hat keine Chance gegen Vanik. Ich find's auch cool, dass man Vanik da im Pit sitzen lässt, obwohl die Bombe in der Banane oben bekannt ist, also mehr im Pool als in der Banane. Da lässt man Aika rotieren, der dann einfach die CD-Base von der Ruine aus abzielt. Und Vanik checkt dann, ob der vielleicht noch irgendwie über den Spot läuft oder so. Und dann kriegt er den Spieler im Haus. Diesmal kein Plant, dementsprechend keine nächste Buy-Round für Epic Esports. Die Playing Ducks stehen sicher. Ihre B-Setups sind gewagt, würde ich mal sagen. Denn die spielen jetzt gerne auf Retake. Und auf Retake spielen, auf Inferno, geht normalerweise nach hinten los. Aber ich wähle meine Worte mit Bedacht. Die Playing Ducks spielen Inferno einfach anders. Und hi, Kitty. 1, 2. Ah, schade. Da hat er 2,5 gemacht. Fellow mit der AUG beschenkt worden. Und Bummeln da eben im Vorbeigehen weggenommen. B-Spot gefallen. Und ein Retake für Playing Ducks. Jetzt am Laufen. Aika erfolgreich, klug natürlich jetzt von Epic mitgedacht, dass sie vorher Kevlar gekauft haben, also quasi ein Safe Force gemacht haben, um hier diesen Retake noch so schwierig wie möglich zu gestalten. Tarzin ist mit der Eagle erfolgreich gegen Bendig. Damit ein 2 gegen 2, nochmal schön ein bisschen Schaden gegen Aika verteilt. Er hat da ein super Movement mit der Eagle. Jetzt sinkt alleine, der drückt da einfach durch. Dachte er das? Oh Gott! Das war super knapp! Boah! Der Kreis war so ein Millimeter zu, ey! Was ein dreister Move von ihm! Aber Epic Esports gewinnt die Deagle Eco. Ah, weil Bummeln da kurz den Fokus verloren hat, nicht damit gerechnet hat, dass Epic einfach, oder Cello besser gesagt, mit der AUG durch die Smoke durchfährt und ihn da noch holen kann. Dieser zweite Frag gegen den B-Spot, der war dann wohl ein bisschen viel.
Und natürlich auch das Smoke-Play gegen den Spieler in der Ruine war super. Aika, diesmal wird er gepickt von Nino. Die ganze Zeit kann das ja auch nicht aufgehen. Und die AWP dann noch durch die Smoke mitgenommen. Und Zünk zieht sich zurück, aber ich glaube, das hat Solek schon gehört, dass es da eine Bewegung ins etwas Defensivere gegeben hat. Doppelpeak. Definitiv, das war kurz vor Contact. Oh, sinkt, richtig schöner Flick. Den zweiten auch noch mitbekommen, den kann er einen Mates auf jeden Fall callen, dass da noch jemand vor A steht. Deswegen bleibt man aber erstmal, man stackt jetzt den A-Spot. Und sobald Epic Esports auffällt, dass B frei ist, wird hier eine ganz, ganz schnelle Rotation einsetzen. Jetzt wird hier auf jeden Fall auf A-Stress gemacht, um die DAX weiter dort zu halten. Aber Hummel riecht langsam den Braten, zieht sich schon mal ganz leise zurück, um auf jeden Fall gleich darauf gewappnet zu sein, dass B nicht so einfach fällt. Wobei, ey, doch, er bleibt lieber da. Okay, ich habe nichts gesagt. Oh, Doppelalang. Eine gute Flash und die können da zerrissen werden. Aber die kamen nicht an. Zwei Frags für High Kitty. Die Bombe geht jetzt Richtung B. Der Spot komplett offen gelassen von den Playing Ducks. So, und hören jetzt natürlich auch die Granaten. Nimmt man da wirklich nochmal die AWP mit? Nee, für den Retake lieber die Rifles in der Hand haben. Die Bombe auch noch nicht gelegt. Die Playing Ducks sind mit einem guten Timing unterwegs. Bleiben sehr konstant zusammen. Auch keine Smoke mehr übrig. Die CD-Base-Smoke wird da gleich faden. Der letzte Molotov jetzt auch raus. Epic Esports hat da in der Unterzahl nichts mehr zum Werfen. Und HiKitty kann jetzt natürlich easy peasy die Banane-Smoke werfen. Dann geht's auf den Spot drauf. Verteilt man sich, der Spieler hinten gespottet und Passing versucht die Ablenkung auszunutzen. Wird aber gerefragt, der Spieler hinten in den New Boxes bekannt. Ultimate muss es klatschen. Bombe tickt schon ziemlich schnell. HiKitty hat aber das Gefühl, geht. Ultimate kann es tatsächlich drehen. Die 10. Runde für Epic Esports. Und auch da muss man hervorheben, wie gut Tarzin die Smoke genutzt hat. Er wusste genau, dass sich die drei Spieler auf den Spot konzentrieren und da schnell den Frag haben wollen. Und bevor dieser Frag fällt, versucht er eben Schaden zu machen. Ja, vor allem schön an der Seite rausgeschlichen, damit, falls sich doch jemand, das war ja der Fall, so ein bisschen auf die Smoke, zumindest im Augenwinkel konzentriert, dann nicht sofort gesehen wird, das Moment schon auf seiner Seite hat und da auch auf jeden Fall am längeren Hebel sitzt. Hat ja auch geklappt, war wunderschön ausgespielt und ja, das zwingt die Playing Ducks wieder in so eine Pistol Round hinein, in so eine, ja, Deagle Eco, Schrägstrich Eco. Da ist eine Full Eco bei Aika, oben nur eine Flash unterwegs, der Rest hat Pistols upgegradet und ja, da geht's schnell voran diesmal. Tarzin Nino erfolgreich, allerdings Nino wieder rausgenommen, Tarzin in einen Frag noch gegen Vennik gesetzt, damit ist der Spot komplett frei und Owen und HiKitty mit zwei Pistols unterwegs. Versuchen noch ein bisschen eher Schaden zu machen, aber nichts Bewegendes mehr. Ja, solides Duell dann auch noch von Cello. Letztes HiKitty, der immer wieder hinterm Holz mit der Deagle steht. Also das ist schon ein dreister Typ, der HiKitty. 11-11. Der Spielstand ausgeglichen und die Pause bei Epic Esports läuft gerade eigentlich ganz gut. Trotzdem ist die Pause taktischer Natur. Die Playing Ducks haben bisher nicht mit tiefer Banane-Kontrolle gespielt. Vielleicht wäre jetzt mal eine Runde angebracht, wo man ein bisschen härter gegen die Banane-Kontrolle fightet und Epic Esports da wirklich auf den A-Spot zwingt. Die spielen halt gerne mit Flash-Moves auf dem A-Spot. Aber die Playing Ducks wirken auf ihrer CT-Seite, wie üblich, würde ich jetzt sagen, nicht so sicher. Sie hatten gegen Big Omen Academy echt eine sehr stabile CT-Hälfte, wo Frosty, der Coach oder der Analyst, Coach ist natürlich Emma, ne, Grüße gehen raus, der Analyst direkt gesagt hat, er hat sich direkt gewundert, warum, wie haben die so viele CT-Runden geholt gegen Big Omen Academy. Und hier war es jetzt eine gute T-Hälfte, keine Frage, für Standardverhältnisse, aber vielleicht sogar ein paar Runden zu wenig für die Playing Ducks, um auf ihrem Map-Pick am Ende zu gewinnen. Aber vielleicht kommt ja jetzt eine Umstellung, die das Blatt wendet. Denn gerade sieht es so aus, als würde Epic Esports am längeren Hebel sitzen. Vor allem die taktische Pause gibt natürlich beiden Teams die Möglichkeit, ihre Sachen nochmal zu besprechen. Epic, obwohl sie am aktuell, du sagtest, am längeren Hebel sitzen, haben trotzdem diese Pause gecallt. Jetzt gibt es ja diesen Fight in der Banane, den du da so ein bisschen angesprochen hast. HiKitty nochmal den Frag gegen Solek gesetzt. Kommt jetzt Hilfe, wird aber sofort wieder zurückmontiert, weil man schon riecht, dass Epic hier auf den A-Spot rennen möchte.
Da wird es eine 2 gegen 2 Situation draus gemacht. Eika ein bisschen anschießen. Ah, fast den Kill setzen. Aber da ist immer noch Wenig, der das Ganze jetzt mit der HE finishen könnte. Nein, Eika macht es vorher. Ja, ich hätte es auch getan, würde ich sagen. Ja. Die kam, glaube ich, ganz gut. 12 zu 11. Ja, Banane Druck gezeigt. Ganz, ganz wichtiger Frag wieder von High Kitty mit der MP9. Vielleicht wird Epic Esports jetzt so einen schnellen A-Go spielen, weil sie gemerkt haben, drei Leute B. Aber ich glaube nicht, dass genau, die Playing Ducks nochmal drei Mann B spielen werden. Die stellen jetzt auf einen Standardaufbau um. Und Epic will den Banane-Fight, so wie es aussieht, nochmal angehen. Da wird es auf jeden Fall drauf hinauslaufen. Da gibt es aber sehr viele Molotovs in der Banane, um Epic da so weit wie möglich hinten zu halten. Den Nate hinten zum Baum, zum Holz, um da auf jeden Fall Epic hinten zu halten. Klappt aber nicht. Die gehen weiter vor. Und das hat Playing Duck sich zum Anlass genommen, das Positioning ein bisschen zu überdenken, weiter nach hinten zu gehen. Jetzt gibt es da eine schnelle Flash und eine richtig schnelle Bewegung mit der CT to Smoke on the Fly auf der B-Spot. Der komplett frei ist, bis auf High Kitty, der da eben auf den Boost rausgenommen hat. Ja, one for one, da sind die T's meistens mit zufrieden. Plant auch so, dass man nur schwer gebankt werden kann. Und ein Retake, der nicht mit einem Bananenspieler kommt, aber das ist klar, Epic kann sich im 4 gegen 4 sehr gut auf die Banane konzentrieren. Und das Problem für die Plank Duck ist, dass da auch noch viele, viele Granaten übrig sind. Deswegen verlängert Bummeln erstmal die Deckung, wird die vordere Smoke abwarten und wenn der Molly weg, wenn die Smoke weg ist, wird der Molly Richtung Newbox fliegen. Dark Molly noch dazu, weil da steht diesmal jemand oben auf der Kiste und Tati macht es wieder mit dem Smokeplay. Aber oh, da war noch eine gute Flash dabei. Bummel hat jetzt Ultimate bekommen. Die Bombe tickt immer schneller. Nino mit dem nächsten, auch da ein Refrag. Die Bombe jetzt noch eingesmoked. Tati weg da durch und irgendwie ging der Schuss gegen Sync dann in den Kopf. 12 zu 12. Kein Geld für die Playing Ducks und Epic Esports bleibt am Drücker auf der T-Seite auf Entfernung. Oh, das war wahrscheinlich am Ende so ein bisschen mehr Spray and Pray, aber immerhin, hey, was killt, das killt. Tarsin da oh, mit den schönen letzten beiden Kills sozusagen, mit einem richtig guten Move durch die Smoke, da richtig schön die Runde gesichert. Da kann Epic jetzt nochmal drauf aufbauen, aber jetzt gibt es den Mitte-Push von den Ducks, der allerdings jetzt spätestens auf dem Schirm ist. Nino zweimal hat sein Mate nicht gewarnt. Das ist natürlich jetzt richtig ärgerlich, dass Tarsin da umfällt, aber jetzt die Unterstützung da. Richtig schöner Schaden, den die Playing Ducks da verursachen mit Lupistons. Allerdings ohne ja. Probleme, ne? 4K. Ja. Aber klar, dass sein Mate noch down geht, zwei Frags in der Eco. Ja, richtig verkauft worden, ne? Aber die Playing Ducks, die brauchen Map-Siege für die Playoffs. Ja. Ohne Sieg müssen die richtig, richtig zittern, wenn es um die letzten Matches geht. Da dürfen die Unicorns of Love nicht stolpern. Und auch ESG darf dann, glaube ich, keine Punkte mehr holen. Ey, das wird echt hart. Aber ich meine, die Playing Ducks haben 2 zu 0 gegen Aronix Gaming gewonnen. Bin ich mir jetzt aber auch nicht sicher. Müssten wir nochmal nachschauen. Ja, rechnen wir nachher auf jeden Fall mal nach. Das soll ja nicht das Problem sein. Wir sehen wieder eine tiefe Bananenkontrolle von den Ducks, die hier auf jeden Fall keine Lust mehr haben, dass Epic hier weiter die Banane hochkommt. Alka jetzt hui, mit einem richtig schönen Schuss gegen Tarin. Er spielt immer wieder diese Timing-Shots in der Mitte. Nino steppt ihm auch noch rein. So, ohne Flash ist das Ganze. Also Nino, der muss eigentlich noch Utility am Gürtel gehabt haben. Warum er da nicht die Bandenflash wirft, um den Winkel zu bekommen, verstehe ich nicht ganz. Ultimate kann die AWP noch picken und nach der tiefen Banane-Kontrolle haben sich die Playing Ducks für ein Dark-Delta-Setup entschieden. Also Dark-Newbox-Setup. Ich versuche mir das Delta ein bisschen abzugewöhnen. Auch wenn es irgendwie mein Markenzeichen geworden ist. Ja, wie schon. Ich finde das ein super Setup, aber noch zwei Mollys übrig. Ist die Frage, ob die Epic-Jungs, die das jetzt noch einsetzen, flashen ja, auf den Spot. Nee, tut er nicht. Schon mit dem Kill, ist lieber runtergedroppt. Reicht die noch hoch oder spielen sich zu zweit von der Posi aus? Flawless die Runde an die Playing Ducks. Aber sie können sich bei Eika bedanken. Ich denke, es war mir eine Einzelleistung, die für die Playing Ducks gerade funktioniert hat. Das ist nicht selbstverständlich, dass Eika nochmal solche Shots in der Mitte setzen wird. Ja, gerade die beiden First Breaks von Eika, die waren wirklich schön. Die waren wirklich wichtig und haben da erstmal direkt so ein Stoppschild vorgeschoben, so von wegen, hey, ihr könnt ja gerne lang, aber dann seid ihr halt tot. Ja. So. Meine Erinnerung hat mich auch nicht getäuscht. Ja. Major Rabbit hat es im Chat nochmal bestätigt. Die Playing Ducks haben 2 zu 0 gegen ESG gewonnen. Das heißt, die sind auch keine Gefahr. Aber Prismatic ist, wenn ich jetzt richtig informiert bin oder es richtig im Kopf habe, die einzige Gefahr für die Playing Ducks zum vierten Platz noch. Also die dürfen
morgen wirklich keine Map gewinnen, wenn die Playing Ducks heute 0-2 verlieren sollten. Ja. Boah, das ist so spannend, Fall. Ey. Ja. Es bleibt bis zum letzten Spieltag spannend in der Liga. Das ist richtig klasse. Macht mir und hoffentlich euch auch Spaß zuzusehen. Und das ist einfach doch fantastisch, wenn hier bis zum letzten Ende der Bums noch drin ist hier. Wenn hier noch nichts entschieden ist, jetzt diese Map noch nicht mal entschieden. 13-13, hier wird sich nichts geschenkt. Die Uhr tickt unermüdlich runter. Und ja, langsam, aber sicher geht es für Epic weiter an den B-Spot. Heike, die ist auch eine stabile ABP, Doppel-ABP-Setup. Ja. Oh. Ich dachte, da kann er den Schuss vielleicht noch bringen, aber hat nur gesehen, wahrscheinlich nur gesehen, dass einer rausgelaufen ist. Zieht ihm den Smoke und da läuft er in Nino rein, der einen ganz fiesen Winkel hat. Bummeln will nochmal die Position wechseln. Was ist denn los bei dem? Lag. Wieso ist er denn gerade nicht hingekommen? Hat es bei dir auch so kurz geruckelt? Ja, ja. Dann war ein ziemlicher Lag, aber nur bei ihm anscheinend. Ja, er ist jetzt, glaube ich, nochmal hinten drin im Delta. 18 Sekunden, super spät das Ganze. Und oh, sie denken, das war nur ein Fake. Bummeln muss es jetzt 1 gegen 3 verteidigen. Einen hat er geholt, die Bombe ist down, 10 Sekunden, aber dann geht er down. Venik hat jetzt nochmal einen Frag gemacht gegen die, ja, gegen Alang. Die Bombe jetzt aber gelegt, keine Granaten mehr bei Epic, außer vielleicht die Decoy, die man als Fake Flash einsetzen könnte. Ein 3 gegen 3 mit HP-Vorteil für die Playing Ducks, die die Banane wieder absmoken können. Und da kommt die Smoke, die Flash, auch noch für die Ruine und Zugriff, boah, die Ultimate Cheese vorbei. Noch hier noch nichts entschieden. 2 AWPs im Retake für die Terror-Seite ist natürlich immer ein schwieriges Ding. Aika da schon gegen Ultimate. Wunderschön geschwuisinkt. Hat Nino erstmal zum Überschlag gezwungen. Aber Solek jetzt 1-on-3. Die Zeit kriegt unermüdlich runter. Boah, was eine Reaktion von Aika, ey. Ich glaube, es reicht. Es reicht. Es ist die 40. Runde. Knappes Ding, für aber. Ja. Das war selbst mit Kit noch sauknapp. Ja. 14-13. Epic Esports. Wenig Hell Kohle, yeah. Und die Fossen. Alles auf Risiko, all in. Die Map will man ohne Overtime gewinnen. Das ist hier die ganz klare Ansage von Epic Esports, die mit diesem Forceball hier noch ein Zeichen setzen möchten. Der muss dann aber auch sitzen, sonst ist die Map schon fast weg. Und Sinks aggressiv in der Banane, holt sich den ersten mit dem zweiten Rechner, der nicht Ultimate kann, ihn traden. One-on-one Trade ist, ja, in Ordnung. Eine Waffe kriegt man dann meistens auch noch mit. Ja, jetzt muss eigentlich das Tempo mit den SMGs ein bisschen angezogen werden, aber sie warten ja ab und lassen das Ganze wieder passiv werden, lassen Playing Ducks nochmal die Zeit, sich zu, ja, das ist sich nice. Zu formieren. Kleines, ja. Detail, wenn man von der ersten Obstkiste auf die zweite Obstkiste springt, es sind keine Obstkisten mehr, ich weiß, dann, oh, die Flash hat Aika mitbekommen. Na, oh, wie gut das Timing für Aika da war. Dann, ja, macht man normalerweise einen Step, um meinen Satz zu Ende zu bringen. Sie boosten hier den Spieler auf die zweite Obstkiste. Und können deswegen, deswegen kann man die Position auch super ausspielen, ne? Und ja. Bummeln steht sogar noch unten drunter. Das heißt, der Spieler oben wird lange sitzen bleiben, versuchen so viel Schaden wie möglich zu machen. Dann, haben dann sie wird die Kiste, ja, unten wahrscheinlich nicht mehr gecheckt. Das wird jetzt unter Beweis gestellt. Heike mit dem ersten, mit dem zweiten, mit dem dritten. Okay, da muss Bummel gar nicht erst eingreifen. Ich hoffe, der ist jetzt nicht direkt rausgelaufen, weil sonst könnte man das in der Devcam noch gesehen haben bei Epic Esports. Aber vielleicht ist Bummel auch mit rumgezogen und hat zusammengefightet. Das ist natürlich auch ein super Setup dann. 15-13, 2 Map Points für die Playing Ducks. 2 Möglichkeiten, um auf 8 Siege zu kommen. Und Epic mit den Deagles am Start. Allerdings nur mit den Granaten und ein bisschen Schaden gefressen. Hier wird ein breites Setup gespielt, hier wird ein bisschen langsam die Banane eingenommen, einer wieder Richtung Apartments, einer Richtung falsche Mitte geschickt. Bisschen auf Informationen spielen, vielleicht mal gucken, ob irgendjemand aggressiv reinfaced, ein bisschen Opening Frags ziehen und dann mal gucken, was da läuft. Banane-Kontrolle ist auf jeden Fall noch nicht ganz so etabliert, kommt aber jetzt, da steht nämlich keine Gegenwehr, das muss nur Epic noch rausfinden. Ja, Granaten sind zumindest da, aber auch nur ein Molotow, das heißt, dieses Spot-Setup, das die Playing Ducks da gerne gespielt haben, in dem Fall nicht, könnte dann gut funktionieren. Dagegen Molly in der Mitte. Allerdings macht der nicht viel Schaden, er holt nur ein bisschen Zeit raus für die Playing Ducks. Jetzt dieses typische Anti-Eco-Spiel spielen, aber da wird eine Flash gegen Aika rausgehauen. An der Lang, wir gucken, ob der die abbekommt.
Ja, und er muss weg. Hat den Hit mitbekommen. Wichtiger Peak. Free Peak. Und der zweite Schuss. Man wieder stark von Eike. Aber einer ist jetzt in die CD-Base reingelaufen. Und Bummeln weiß das. Timing ist gut für ihn, bekommt auch diesen Frag und Heikitty macht den letzten 16:13 nice. Playing Ducks mit dem 1:0. Der erste Schritt in Richtung Playoffs ist getan.